Der Holzsteg endet beidseits ganz unspektakulär. Es sind keine eigentlichen Brückenköpfe ausgebildet. Auch die beiden mächtigen Bäume auf der Rapperswiler Seite sind eher Zeichen der Stadt und nicht Auftakt des Steges. Der Architekt spricht lieber von den Rändern des Steges als von Anfang und Ende. Dies bringt die Mitte des Steges, den Ort über dem Wasser, besser zum Tragen. Für mich ist es ein gutes Gefühl, über diesen Steg zu gehen, weil er Teil ist von diesem 2000 Kilometer langen Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Santiago war im Mittelalter das Ende der Welt. Man ging also bis das Finisterre, bis ans Ende der Welt. Und man kann es nicht anders erklären, dass die Menschen eine große Sehnsucht hatten, dieses Ende der Welt zu sehen und zu erleben. Und es ist interessant zu beobachten, dass die Menschen zu jeder Zeit immer und in allen Religionen gepilgert sind. Für mich ist dieser Weg ein sehr wichtiger Weg, weil ich auf diesem Weg mehr gelernt habe als in meinem ganzen Psychologiestudium. Die Verwendung von Eichenholz als CO2-neutraler nachwachsender Baustoff und eine unterhaltsarme Konstruktion sind wesentliche Aspekte im Gesamtbild der Nachhaltigkeit. Schon die 1360 hier erbaute Brücke bestand aus Eichenpfählen und einem Gehbelag aus losen Tannenbrettern. In ihrer mehr als 500-jährigen Geschichte wurde sie wiederholt zerstört und verbrannt, aber immer wieder aufgebaut. Dass man sich auch im 21. Jahrhundert wieder für Holz entschieden hat, macht den Steg zu einem Musterbeispiel für umsichtiges Planen und Bauen.